Wir haben in Deutschland die Energiewende beschlossen. Die besteht im Wesentlichen aus zwei großen Zielen, dem Ausstieg aus der Kernenergie und dem schrittweisen Ausstieg aus den CO2-Emissionen und damit aus der Kohle. Wir haben aber dann feststellen müssen, dass wir zwar die erneuerbaren Energien wunderbar aufbauen und ausbauen, dass aber die Kohlekraftwerke nicht sozusagen in gleichem Maße abgeschaltet werden. Die CO2-Preise sind niedrig, die Rohstoffpreise sind niedrig und deshalb bleiben die Kohlekraftwerke im Markt und wir kommen beim Klimaschutz nicht voran. Für die Vorschläge, die einen geordneten Kohleausstieg propagieren, gibt es einen Preis, der wurde berechnet. Der ist in der Größenordnung von 70 Milliarden Euro. Der Wert steht so, allerdings, wenn man den auf die Megawattstunde überträgt oder auf die Kilowattstunde und wenn man das auf die Zeit streckt, wo das passieren wird, rechnet man mit ca. 1 Cent pro Kilowattstunde. Je nachdem, welchen Wert Sie nehmen, erscheint er verkraftbar zu sein oder erscheint er sehr hoch zu sein. Wenn man über den Gesamtausstieg Kohle nachdenkt, wird am Ende der Steuerzahler die Kosten zu tragen haben. Ob direkt über erhöhte Strompreise oder indirekt, indem der Staat sich Gedanken machen muss, ob und wie sozusagen die Bergleute abgefunden werden können. Und insofern, es gibt ja mittlerweile auch Gegenbewegungen gegen Ausstiegsszenarien. Insbesondere in NRW und anderen Ländern merkt man, dass sozusagen es eben nicht nur um die Kohle und den Kumpel an sich geht, sondern es eben auch um die Wertschöpfungsketten geht, die wegbrechen. Steinkohle läuft eh aus in Deutschland bis 2018. Also von daher sind da ja schon mehrere hunderttausend Arbeitsplätze im Steinkohlebergbau weggegangen. Ich selber komme ursprünglich mal aus einer Bergbauregion, komme aus einer Bergbaufamilie. Also von daher kenne ich das durchaus am eigenen Leib. Aber Strukturwandel gab es immer. Und die Frage ist dann schon auch, wie federt man das ab und wie geht man dann mit der Situation um? Und deswegen glaube ich, ist es sinnvoll, dass sich hier die Beteiligten, die ich genannt habe, dann auch möglichst zeitig zusammensetzen. Stromerzeugungskosten.